Willkommen zurück zu Horizon Forbidden West. Moin Moin. Hinter uns der wunderschöne Sonnenuntergang. Wir sind hier immer noch bei der Ausgrabungsstätte, müssen jetzt hier im Fluss ein oder ein im See. Ein weiterer Tag endet. Ein weiterer Tag endet, aber eine neue Episode startet. Folge 27. Wir müssen hier bei der Ausgrabungsstätte im See schwimmen. Ja, schön, wie sie immer die Sonnenuntergänge noch kommentiert, die gute Aloy, dass sie wieder einen Tag rumgekriegt hat, ohne in der Hauptgeschichte voranzukommen. Es gibt noch so viel zu entdecken. So, wir machen weiter. Also, willkommen zurück hier. Schön, dass ihr dabei seid. Hallöchen. Und danke für den Daumen hoch in der letzten Folge. Allgemein hier bei den täglichen tollen Videos. So, ich bin schon im Tauchgebiet drin. Ich weiß ja noch nicht mal... Was war das denn? Nach was ich suchen soll hier im Wasser. Da ist eine alte Ruine. Okay, das könnte was sein. Ich weiß halt wirklich nicht, ob das ausreicht mit meiner Luft hier alles. Das lila Teil, das muss ich auf jeden Fall haben, aber zu wenig Sauerstoff gerade. Gehen wir gleich in direkter Linie runter. Ich habe es ja jetzt gefunden. Komm schon, hör! Ich weiß auch, so tief war ich gar nicht. Das Wasser ist tiefer geworden, seitdem ich runter bin. Komm schon, Aloy! Ah, guck mal, so knapp an der Wasseroberfläche. Abgesoffen. Ich kann sie sehen. Hättest du schon fast den Arm ausstrecken können. Okay. Machen wir nochmal. Okay. Let's go. Jetzt habe ich den Ort vergessen, wo es war. Eigentlich fast genau da so in der Mitte, ne? Ich tauch mal so, dann sehe ich das besser. Ich muss nur kurz ins Innere das lila Ding anklicken, da unten. Und dann schnell wieder hoch. Das sagt sich so leicht. Ich komme auch wirklich nur da unten rein, wo das Grün ist halt auch. In dieser Konsole unter Wasser steckte etwas. Aber ich kann nicht lange genug die Luft anhalten, um es herauszuziehen. Sagt sie schon so selbst? Dann komme ich wohl nicht ran. Dann fehlt mir auch für diese Quest ein weiteres Werkzeug. Nämlich das Atemgerät. Toll, Aloy. Du kannst auch nix, ey. Naja, jetzt ist schon der Punkt, wo ich eigentlich umdrehen müsste. Gesperrt? Toll! Jetzt wenig Sauerstoff. Ja, okay, jetzt bin ich auf jeden Fall tot. Ich kann es ja noch nicht mal anfassen, das Gerät. Und ist da oben Sterne? Okay, wir werden nochmal sterben. Nein, ich hab's geschafft. Nein. Aloy lebt noch. Gut, wenn wir also hier auch nicht weiterkommen. Da ist ja jetzt wird's angezeigt hier. Gesunkenes Wrack. Können wir auch nicht machen. Kann ich ja hier eigentlich nur noch hier den Auftrag abgeben. Oder hier gucken. Das ist die Hauptgeschichte. Also wirklich das Hauptding. Vielleicht kann ich auch erstmal da hingehen. So, damit was anderes getriggert wird. Hier ist ja auch noch die Eklipse. Und hier, also Reinklang muss ich auf jeden Fall auch noch erkunden. Aber ich habe jetzt hier gerade keine Schnellreisefunktion, außer jetzt hier beim Lagerfeuer wieder zurück. Ja, ich kann auch die Lagerdecken benutzen, die ich im Inventar habe, aber da bin ich zu geizig für. Ich könnte hier auch mal gucken, was da ist. 600 Meter. Halt ein bisschen Hauptgeschichte vorantreiben, gucken, dass ich die wichtigen Werkzeuge bekomme, sonst kannst du halt nichts machen hier.
bekommst die verschiedenen Wege nicht auf, kannst die Kristalle nicht von der Wand kratzen, kannst halt nichts erkunden. Oder abschießen. Mein Reittier ist da. Okay. Da oben flog noch gerade so eine Drohne rum, die hat Bilder gemacht. Seht ihr da hinten? Das blaue Leuchten? Das ist dieses kleine Viech da. Das ist wie eine, keine Ahnung. Irgendwas Flugfähiges auf jeden Fall, Schnelles. Da ist der Donnerkiefer. Mit dem muss ich mich jetzt auch nicht unbedingt anlegen. Eine Art Drohne. Genau. Ob die dieses Gebiet überwacht? Ja. Vielleicht bringt sie nützliche Daten. Aber wie komme ich da hoch? Überwachungsdrohne. Aufnahmedrohne unbekannter Machart. Könnte wertvolle Daten enthalten. Die kommen in meinen Rucksack. Das Blöde ist natürlich, dass hier ein Donnerkiefer rumrennt, wo die Drohne rumfliegt. Ich dachte schon eben, die gehört zu ihm. Da müsste ich, wenn hier, auf einen von diesen Felsen rauf, ne? Vielleicht geht das ja auch ohne, dass der Donnerkiefer aggressiv wird. Und dann mit dem Bogen runterschießen, das Ding. Alter, das ist ein krasses Schutzschild. Wie komme ich daran vorbei? Steht er halt nicht. Rebellen, wenn ich sie in Ruhe lasse, sorgen sie nur für Ärger. Rebellen? Ich sollte mich bedeckt halten, den Anführer finden und erledigen. Vielleicht geht der Rest dann weg. Ich weiß halt noch nicht, wie ich das Schild von den Drohnen wegkriege. Giftpfeil probieren? Ich bin nicht willkommen. Ah! Noch ein Außenposten voller Rebellen. Zeit, den Anführer zu finden und zu erledigen. Jetzt macht der hier wieder Stress, ey. Neuer Eintrag. Okay. Schwach gegen Säure, aber. Au! Und ich bin schwach gegen seine sein Geschoss. Hat er mich beim Scannen erwischt. Schwach gegen Säure ist aber gut zu wissen bei den Dingern. Jetzt bin ich wieder hier. Okay, aber also die Drohne einfach mit dem Bogen runterzuschießen, keine Chance. Hat zu ein starkes Energieschild, dass ich da null durchkomme. Aber hat sie das als neue Aufgabe hier? Überwachungsdrohne Niemandsland. Erlange die Drohne. Ja, gut. Wir haben es erstmal markiert. Hier ist das nächste Banditenlager. Unterschlupf. Da war ich auch noch nicht, ne? Hier. Weil der Unterschlupf ist doch was Gutes für mich. Oder war das das Lager, wo ich drin war? Ne, das war das Lager, wo ich hier die... Nee, das war doch... Das war da, das andere Lager. Hier oben ist auch noch ein Fragezeichen. Die alte Maschine, das sieht auch heftig aus. Ein Rebellenaußenposten. Ich muss den Anführer finden und erledigen. Anführer ausschalten. Danach ist das ein Unterschlupf für mich, ne? Aber da, bei der Maschine, sieht er auch aus, als würden da unten unter den Dingen welche wohnen. Das ist hier. Das ist die Hauptgeschichte da. Da drüben. Hier unten. Da ist ja auch eine Werkbank und ein Lager unten drin. Jetzt gehen wir erstmal dahin. Das ist schon wieder ganz woanders, da oben. Dann kann ich vielleicht nochmal meine Lebenspunkte auffrischen, erfrischen. So, Vorräte. Habe ich aber voll im Moment alles. Hinsetzen, Zeit vergehen lassen, damit wieder Tag ist. Speichern könnte man hier auch. Und, ah ja, habe ich noch gar nicht erzählt. Ich habe im Inventar ein Outfit. Muss ich irgendwo rausgelootet haben hier. Das ist das Outfit, was ich in Teil 1 sehr lange getragen habe. Muss ich jetzt in den letzten Episoden irgendwo gefunden haben. Habe ich nicht drauf geachtet, aber im Inventar ist es jetzt auf jeden Fall. Kaja Feuerwappen. Von Mitgliedern der Jägerloge getragen, ist diese protzige Kleidung besonders hilfreich, ahnungslosen Fallen zu stellen.
hat Fallenlimit und Geschickplünderin. Geschickte Plünderin kriegt man wahrscheinlich mehr. Bei mir habe ich jetzt hier drauf Stiller Schlag und Heilung, wirksame Medizin und Medizinkapazität. Aber gut, abgegradet habe ich die jetzt schon dreimal, aber ich habe immer noch keine Spule reingepackt, weil ich nicht weiß, was da ist. Hier sind zwei Stellen unten noch schnelle Fallenstellerin. Also ist eher was für Fallen. Ich finde das Outfit aber echt voll schick. Wie gesagt, habe ich im Teil 1 sehr lange getragen, aber ich muss ja hier nicht das gleiche anziehen. Da ich jetzt nicht so viel mit Fallen arbeite, bringt mir das auch nicht so viel. Auch wegen meiner Skillung. Da ist hier mein leichter Schlag Heilung besser, weil ich den leichten Schlag ja auch schon mehrmals verbessert habe. Fähigkeitspunkte habe ich natürlich auch noch nicht vergeben. So, irgendwelche, haben wir da auf dem Turm, da ist auf jeden Fall ein Bogenschütze. Wie viele Patrouillen laufen hier noch außerhalb rum? Einen Reiter habe ich gesehen. Da ist der Anführer vielleicht in der Mitte, der sieht groß aus, hat einen großen Hammer. Alles sicher? Der da? Wenn die Fremde hier auftaucht, töte ich sie. Die wollen mich töten. Hier oben jemand? Ich bin jetzt hier oben. Mein Turm. Regana wird bald zuschlagen. Das wird Ikaros Ende sein. Vielleicht kann ich den einen oder anderen schon hier mit einem Headshot ausschalten. Wenn man den Kopf trifft. Wer ist das? Schwachstelle. So. Ich will jetzt nicht oben auf dem Turm bleiben. Weil die sicherlich... Dieser Soldat mit der schweren Waffe. Das muss der Boss sein. Eigentlich der Speer. Zeig doch, der mit dem Hammer. Ah gut, das Reitviech da vorne ist nicht bemannt. Ich bin hier ganz allein. Ihr seid zu dritt. Niemand von euch ist allein. Noch nicht. Okay, jetzt geht's los. Der erste kommt. Doch nicht. Habe ich noch genug Mut? Leider nicht. Du bist meine Gefangene. Die Fremde ist hier. Das geht tief. Hey! Blöd, wenn man testen will, ob Mut noch da ist. Das ist halt die gleiche Taste wie der leichte Angriff. Und wenn die Mut nicht da ist, dann aktivierst du halt nicht, sondern schlägst. Und das hören die natürlich dann. Alter, was hat der denn für eine Knarre? Und Reitviech ist jetzt auch da. Aua, der hat sehr weit. Ein Schlag auf den nächsten! Ich will dich tot sehen! Ich soll die Leiche untersuchen. Vielleicht finde ich was Nützliches. Bestimmt! Da haben wir die Drohne, die da rumfliegt. Wo reitest du lang? Da. Nahkampf ist mir sowieso lieb. Nimm den Mund nicht so voll. Komm schon, komm schon. Nein, bleib jetzt stehen, du bist in die... So. Mit Energie aufgeladen war der. Das wollte ich diesmal ausnutzen. Macht nämlich immer guten Schaden. Der Donnerkiefer ist auch ein bisschen interessiert hier gerade. Das war voll ins Gesicht geschossen. Alter, wo gehen die Pfeile hin? Jetzt. Bleib ja da hinten, Donnerkiefer. Bleib in dein Areal. Nerv hier nicht. Ein Schlüssel. Ein Schlüssel. Ich sollte nachsehen, ob hier irgendwas mit einem Schloss ist. Vielleicht eine Kiste oder so. Wer ballert da schon wieder?
Pfeil in der Stern ist nicht so sein Ding. Okay, irgendwas mit dem Schlüssel hier. Haben wir hier mal einen Schrotthaufen? Das nehme ich mit. Es ist doch noch jemand am Leben. Eine Person hat da gerade noch gesprochen. Wurden nach Ersatzteilen ausgeschlachtet. Was war das denn? Ah. Nur Wind. Hier ist noch was Farbiges. Die Rebellen schlachten Verderber nach Teilen aus. Das kann nicht gut sein. Reiß dich zusammen. Ah, die Person, die auf dem Turm hier ist. Die ist noch da. Eine verschlossene Truhe. Zum Glück habe ich einen Schlüssel. Mhm. Da ist die Person. Gab da nochmal einen coolen Takedown, wenigstens einen heute. Und die verschlossene Kiste. Sehen wir Identifikationsmarken aus? Ich weiß, dass die Nachtsoldaten welche tragen, aber nie so viele. Die Rebellen müssen sie von getöteten Soldaten haben. Ich nehme sie erstmal an mich. Die Dogtags? Was ich damit mache. Ohne einen Anführer sollten die Rebellen von hier verschwinden. Aber ich könnte mich auch jetzt um sie kümmern. Auf jeden Fall bin ich hier fertig. Auf jeden Fall bin ich hier fertig. Das ist schön. Okay, Dogtags haben die alles gesammelt. Könnte natürlich auch von den alten Soldaten sein, aus der alten Welt hier vom Krieg, oder? Sind ja bestimmt auch noch viele zu finden hier von den Identifikationsmarken. So. Ist noch nicht grün. Das heißt, ich habe noch nicht alles gefunden. Oder? Die Rebellen schlachten Verderber nach Teilen aus. Das kann nicht gut sein. Das Feuer ist noch nicht verfügbar. Das heißt, hier muss noch irgendwo jemand sein, der das noch verhindert, dass ich hier den Ort freischalten kann. Sie haben offenbar Maschinenteile geplündert. Können aber natürlich auch die deren Reitviecher sein, die hier noch rumlaufen. Dass ich die noch ausschalten muss. Wo sind sie denn jetzt? Sehe keine. Hier war vorhin einer. Da. Ich werde die nochmal ausschalten, damit ich hier das Lagerfeuer freischalte. Das Gebiet sollte sicher sein. Jetzt ist es sicher. Das war's. Dann ist es auch grün. Wenn, dann muss man auch alle Reittiere von denen ausschalten. Ja. Ja. Jawohl. So, und was haben wir denn beim Unterschlupf war ich. Hier ist dann die Drohne, die ich nicht kriege. Okay. Dann gehen wir weiter nach da. Außer hier bei den Fragezeichen. Auf dem Weg ist noch was Interessantes. Nein, ich wollte das. Ich finde es aber ganz okay, dass die Nächte hier nicht allzu lang sind. Hier ist ein guter Mix. Soll ich da hinschwimmen? Oder kann ich auch noch andersrum? Maschine sagt bestimmt gleich nein hier, ne? Wenn ich hier weitergehe. Okay, da hinter mir hier war wieder so eine Pflanze. Diese Beine wurden zum Springen gemacht. Und zum Treten, kein Zweifel. Springhühnchen! Ich wollte da oben das Ding noch freischalten. Aua. Schalt mal ab. Hier, da ist wieder so eine Pflanze. Das wollte ich gerne nochmal nah rangehen, damit das auf der Karte markiert ist. Sind das Kompis? Ich glaube, die sollen so ein bisschen an Prokosomnanten erinnern, oder? Aus Jurassic Park, die kleinen. Kleine Sprungviecher.
Sprungschläger heißen die auch. Okay. Kettenreaktion, Säurekanister haben sie dabei. Schwach gegen Säure und... okay. Die haben mein Reittier platt gemacht. Ihr Schweine! Boah, sind die flink. Aber wirklich schwach gegen Säure. Der hat mich ja eigentlich erwischt von hier oben. Säurekanister sind so klein, dass es echt nicht so einfach ist mit der Kettenreaktion. Aber die Schüsse, die sie machen, sind heftig. Keine Munition mehr. Jetzt läufst du wieder weg, ne? Schisser. Mein schönes Reittier. Ich darf sie nicht mal looten. Toll. Doch. Nee, das ist die Pflanze. Wow. Sie kommen wieder. Guter Treffer. Alter, die haben so... Die haben noch Lasso-Dinger-Waffen dabei. Guck dir das an. Meine Fresse, ey. Maschinen sind echt teilweise anstrengender als in Teil 1. Der hat doch echt kein Leben mehr. Alles verbraucht. Die sind nämlich auch im Nahkampf, glaube ich, echt nicht zu unterschätzen. Rettung. Bleib stehen. Der lebt noch. Immer noch. Ich setze nach. Einer war da noch von den Kleinen, da ist er. Weg vom Stein. Du brauchst nicht um Hilfe zu rufen. Es kommt niemand mehr. Du bist der Letzte. Der ist immer noch nicht down. Was ist das jetzt? Nein. Kacke, das Wasser ist zu tief, um zu schlachten. Jetzt habe ich dich. Meine Fokus-Display ist hin. Wer scannt hier immer? Dieses rote Ding, das kam aus dem Wasser raus. Das wollte ich eigentlich nicht. So, neues Reittier habe ich auf jeden Fall. Puh, das war anstrengend, ey. Neue Maschinen.
Weiß ja echt noch nicht, wie sie so abgehen. Das sind nur Pflanzen, die gehören nicht zu den Maschinenteilen. Schon wieder. Kommt immer von hinten, vom Wasser aus. So eine rote Schockwelle, die einfach komplett meinen Fokus flach lahmlegt. Oh, Zeit zu kämpfen. Ich glaube, der hat Angst. So, Alter. Kommt bestimmt vom Hauptquest-Dingens hier, dieser böse Impuls. Habe ich hier in der Nähe noch einen Speicherpunkt? Da geht es nicht weiter. Das letzte Leuchtfeuer war halt hier im Lager, ne? Ich gehe kurz dahin, vielleicht ist da was. Bevor ich darüber schwimme. Durch dieses giftige Wasser dann auch noch. Schon wieder so ein Himmelsgleiter, ey. Problem ist nämlich, dass ich keine Heilsachen mehr habe. Hä, was ist denn da jetzt grün? Grün für erkundet? Ich war da noch nicht noch mal. Mehr Ruinen. Wieso ist denn das jetzt grün? Ich kenne den Ort nicht mal. Teufelsrutsche? Durchsuche die Ruinen nach einer Sicherheitskonsole. Kann ich hier irgendwo rein? Da könnte ein Tunnel sein. An Land ist nichts. Vielleicht finde ich etwas unter Wasser. Silence-Koordinaten scheint. Nicht verfügbar. Wenn das nicht verfügbar ist, dann macht doch die Ruinen hier nicht. Komm mal, jetzt. Jetzt ist da. Grün für erkundet und darunter dann das Ding wie Werkzeug benötigt. Da drüben ist auf jeden Fall ein Leuchtfeuer. Kann ich hier rauf? Nee. Doch hier. Okay, da unten komme ich nicht rein, hier bei den Ruinen. Ganz ruhig, Aloy. Da drüben laufen nämlich auch wieder diese kleinen Springer rum. Speichern kann man da aber auch. Silence hat vielleicht irgendetwas mit dieser Maschine hier vorgehabt. Okay, Leute, machen wir in der nächsten Folge weiter. Recht holprig heute gelaufen. Aber gut, hier die Drohne kriege ich nicht kaputt. Ein paar Banditen konnten wir wenigstens ausschalten. Hier darf ich nicht tauchen, also hoffen wir, dass wir, wenn wir die Hauptgeschichte hier weitermachen, irgendwas bekommen. Oder Aloy einen neuen Anhaltspunkt bekommt, wo sie hingeht. Ansonsten danach dann hier nach Rheinklang gehen, wenn ich hier die Teile abgegeben habe. Sonst haben wir Probleme, wenn wir nichts erkunden dürfen. Also, danke fürs Einschalten, lasst einen Daumen nach oben da für die heutige Episode und mal gucken, was in der nächsten Folge da drüben auf uns wartet. Also bis dann, macht's gut, ciao.